Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich möchte euch heute die mittlerweile 13. Folge von meinen kleinen WoW-Spielzeug-Guides präsentieren. Und ja, ihr seht schon, ich habe hier ein Spielzeug, das mir eine nette Verwandlung gibt, und zwar in so eine Ork-Piratendame. Und wie man das Spielzeug erhält, das will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar müssen wir hier erstmal einen Ramob in Naggrand umhauen. Und zwar haben wir hier diesen Captain Eisenbart. Und der befindet sich auf einem Schiff hier ganz unten in Naggrand. Ihr kommt darüber eigentlich hin, wenn ihr hier außen rumlauft. Und also sprich hier im Wasser, am Hang entlang. Und dann kommt ihr hier in so einen kleinen Hafen der Eisernen Horde. Und da steht ein Schiff, wo dieser Captain ja, auf diesem Schiff steht. Und wenn ihr ihn umhaut, dann droppt dieses Item. Und zwar zeige ich das jetzt nochmal. Da haben wir das Hut des Eisernen Buccaneers und damit könnt ihr euch dann eine Stunde lang hier in so eine schicke Orkname verwandeln. Jedoch hat das Ding 2 Stunden Abklingzeit, also dementsprechend könnt ihr es leider nur eine Stunde aufrechterhalten. Dann müsst ihr da eine Stunde drauf verzichten. So, zur genaueren Orientierung zeige ich jetzt hier nochmal den Boss. Hier haben wir ihn, den Captain Eisenbart. Und der droppt dann hier, wie gesagt, dieses Spielzeug. Ja, dann sind wir hier auch schon am Ende von dem Video angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch damit wieder ein bisschen weiterhelfen, dass ihr eure Sammlung an Spielzeugen erhöhen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, beziehungsweise wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!